Aus der Luft und vom Wasser aus musste ein Donaukreuzfahrtschiff in Wien mit Geiseln nehmen und Geiseln an Bord gestürmt werden. Für das Einsatzkommando Cobra wurde ein leider denkbares Szenario sehr realistisch nachgestellt. Ein Donaukreuzfahrtschiff wird zwischen der Slowakei und Ungarn von Terroristen übernommen. Dutzende Geiseln sitzen auf dem Schiff in der Falle, in den Händen der Kriminellen. So das Szenario einer groß angelegten Übung der Polizeisondereinheit Cobra mit Unterstützung aus Ungarn, der Slowakei, Slowenien und Deutschland. Über Wasser und aus der Luft wird das Schiff auf Höhe der Südosttangente gestürmt. Die Übung dauert nur wenige Minuten und verläuft zur vollen Zufriedenheit der Einsatzleitung. Wir haben eine sehr, sehr enge Kooperation mit unseren Nachbarn. Österreich führt auch den derzeit für die nächsten 4 Jahre den Europäischen Spezialeinheitenverbund. Und durch unsere regelmäßigen Übungen und durch unsere regelmäßigen Einsätze, die auch oft über die Grenze gehen, wo man nichts davon hört, sind wir natürlich abgestimmt, auch in der Kommandosprache, in den Funkmitteln und so weiter. Also ich war mit dem heutigen Tag bisher zufrieden. Es geht aber weiter, der Workshop dauert noch an. Auch Fallschirmjäger und neu angeschaffte Panzerfahrzeuge sind heute im Einsatz. Konkrete Hinweise, dass ein Terrorakt auf einem Donauschiff droht, gibt es allerdings keine. Wir müssen uns auf alle Eventualfälle vorbereiten und Massentransportmittel sind Teil unserer Überlegungen von Spezialeinheiten. Neben dem normalen Tagesgeschäft, sage ich mal, wo wir schwere Gewalttäter festnehmen und so weiter. Aber natürlich müssen wir darauf vorbereitet sein, dass auch Angriffe auf Massenbeförderungsmittel stattfinden könnten. Und natürlich muss das auch dann geübt werden, wie man dann in so einem speziellen Fall vorgeht. Wie gesagt, konkrete Hinweise haben wir keine, aber das polizeiliche Spektrum muss einfach abdeckbar sein. Auch nach den Terrorattacken der letzten Tage in Spanien oder Finnland hat sich die Bedrohungslage in Österreich nicht erhöht, so die Cobra.